Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir kommen zum sechsten Part von Far Cry 5. Im letzten Part wollten wir das Baron-Sägewerk befreien, haben es aber nicht ganz geschafft, weil der Part sonst zu lang war. Und jetzt fahren wir da mal hin und geben ein bisschen Action, wenn ich mal durchkommen würde. Wenn wir hier mal durchkommen würden, wäre ganz nice. Aber erstmal befreien wir die Armen hier. Wir reden mal mit ihm, wenn es mal gehen würde. Geht anscheinend nicht, hä? Alles klar. Gut, gut, gut. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann fahren wir mal ganz einfach weiter. Gut, wenigstens haben wir ihm seinen Arsch gerettet. Ah, hier geht's wieder nicht weiter. Also mal gucken, dass wir hier über den Zaun kommen. Sehr schön. Da vorne scheint von den Vögeln wieder eine Barriere zu sein. Hier, frisst das. Arrivederci, hä? Wir holen uns mal eine Hilfe. Ah gut, der ist schon ausgerüstet. Komm her. Du willst auch noch eine? Kriegst du. Damn. Dann klauen wir uns hier mal das Auto. Luftunterstützung haben wir ja. Und fahren mal schnell da zum Sägewerk hin. Dürfte auch nicht mehr so weit sein. Und hier sind wir auch schon. Oder? Nee. Ich Idiot. Hauptsache ich steige erstmal zu früh aus. Schnell rein. Bevor wir wieder entdeckt werden. Steuerung ist weg. Die braucht kein... Oh, ernsthaft? Wir wollen nämlich hier jetzt mal die gute alte Jazz befreien. Haha! Verdammt! Alter, dieser Pisser, Mann! Ey, diese verdammten Flammficker gehen mir da verdammt auf die Eier. Ey, wollt ihr mich abfacken? Wieso fange ich jetzt hier bei der Kacke wieder an? Das ist doch scheiße. Ah,
Kann ich da nicht irgendwie hinreisen? Natürlich nicht, weil es noch unentdeckt ist. Richtig nervig gerade. Boah, 1300 Meter zu Fuß juckeln. Demnächst müssen wir auch mal unsere Waffen upgraden. Ey. Hier bin ich, du Affe. Spaß. So, jetzt juckeln wir dahin, aber dann fahre ich diesmal nicht ganz durch. Scheiße, ich habe einen Unschuldigen überfahren. Oh, scheiß Wolf, Mann. Drecksviech, Alter. Können wir uns erstmal Munition holen, ein bisschen was verkaufen.
So, zwei Medikits heute verkaufen. Sehr schön. Krieg ich nicht anvisiert. Mein Fehler. Ich hab da noch ein bisschen was zu lesen. Anscheinend kommen wir hier nicht rein. Alles klar. Der ist so geil, der Typ. Den kann man nur feiern, den Nick. Bleib hier, du bringst Kohle. Dann halt nicht. Wo ist der Dreckswolf? Anscheinend da drinnen. Ja, gut. Da kann auch drinnen bleiben. Ja, ja, den brauchen wir nicht. So, wir sind da. Schade, wenn wir den getroffen hätten. Das wäre nice gewesen. Das
Verstärkung hilft euch auch nicht. So, Jungs, dann räumen wir doch hier mal auf, oder? Du kletterst erst gar nicht hoch, Freundchen. Ey, du Spasti, Alter! Mann! Verdammt, wir haben auch keine Granaten. Aber eine Stange Dynamit. Da, für dich. So, der Spaß ist platt. Müssen wir nach oben irgendwie den weiteren Alarm noch mal ausschalten. Dann sind wir echt am Arsch. So, komm, diesmal schaffen wir's.
Sehr schön. Schlüssel haben wir auch gleich. Sieht ganz gut aus, Jungs. Ja, Mann. Und wir haben's. Sehr nice, und Jazz ist frei. Du hast ein recht großes Herz. Du kannst auf dich selbst aufpassen. Kannst du kaum fassen, dass diese Wesen uns Gefangene geheim haben, die nur auf ihre Indoktrinierung gewartet haben. Oh, geil. Danke, dass du Jazz da rausgeholt hast. Meine Nichte ist zwar echt knochenhart, aber sie hat ständig Ärger. So. Schalten wir weitere Vorteilspunkte frei. Geist, Takedown Meister. Ach, das brauche ich alles nicht. Ich brauche ein weiteres Waffenholster. Waffenprofi, Wings to Eat, Werfen, Nahkampfmeister, Primitiver Meister, Reittasche für Gegner, Boomer. König der Fische. Schwergewichtsmeister. Nee, das nützt mir nichts. Hier, acht, ein Vorteilspunkt brauchen wir noch. Na gut, dann sparen wir uns den auf. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein übles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Hier lang. Folge Jazz. Ja, wo ist. Ja, wo ist die denn? Na gut, jedenfalls haben wir sie jetzt frei und wir haben unseren Bogen wieder. Ja, komm Mädchen, gib Gas.
Ja, komm, Mädchen. Ich hab soweit schon alles erledigt hier. Ja, was ist los, Mädel? Wo willst du lang? Ah, verstehe schon. Wie gescheitert. Das ist ein schlechter Witz. Ich zeig dir mal, wer frei ist, mein Freund. Was? Alter Freund, ich hasse ja so eine Mission, ne? Scheiße, ey, da müssen wir anders vorgehen. Lautlos. Willst du wissen, warum sie ihn den Koch nennen? Ja, dann schieß mal los. Jacob hat einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes geht er sie aus. Ihm nichts. Nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pässe trinken mussten. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Wo geht's lang? Mann, das war knapp. Ich hab kaum erwartet, dass die Kämpfe vorbei sind. Was? Ich erreiche den Aussichtspunkt, alles klar. Einer erledigt.
Echt? Ich hab ihn erwischt. Befreit, einer ist tot. Schade. Ich hab's schon mal gesagt und ich sag's wieder. Sehr simpel. Froh, dass du auf unserer Seite bist. Oh, Medikit nehme ich natürlich mit. Wo geht's weiter? Hätte nur gedacht, dass man leider schafft, so lange gegen Jacob durchzuhalten. Es hilft, dass Tamir und Miki auf unserer Seite sind. Bleib am Leben. Manchmal frage ich mich, wie viel dieser Kämpfe ich noch ertragen kann. Das zeigt einem, dass wir nicht unser ganzes Leben so leben sollten. Hier sind aber keine mehr. Wo geht's denn weiter? Ach, da! So. Halt, ich will doch mit dir reden. Ich höre ständig von diesem Stuhl, der die Leute bricht. Ich muss immer daran denken, dass mein Bruder das vielleicht nicht gemacht hat. Folge Jess, ja, wo ist sie denn? Ach da. Ja, die haut einfach ab, ohne was zu sagen, ne? Hey, die rennt so langsam, ne, dass ich ja zu Fuß noch schneller bin. Mädel, ich koche auch gleich, weil du so langsam rennst.
voll daneben. So ein verrücktes Schwein, was der mit den Menschen hier macht, ey. Ja, klar. Hier, das war's schon. Ernsthaft? Ah, hier ist was zum Plündern. Nice. Rede mit Jess. Willst du dich mit mir anlegen? Idiot, Alter. Scheiße. Der Schatz hat recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden und jetzt. Ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt tun? Der Schatz hat in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte, Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir, richtig? Also, wenn du jemanden brauchst, auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast. Ja, geschafft, Freunde. Jess gehört jetzt auch wieder zum Widerstand. Und ja, wir haben sie befreit. Das ging fast reibungslos über die Bühne. Und dann war es das jetzt auch für diesen Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oben. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin raus. Ciao.